Hallo, Servus bei Monaco, du schön, dass du da draufgeklickt hast. Ich bin im Deutschen Theater bei der Premiere vom Glöckner von Notre Dame und hinter mir ist auch der rote Teppich. Da laufen wir gleich mal drüber und ihr seid natürlich mit dabei. So, hinter mir sind auch die Darsteller. Ihr seht gleich ein Foto von mir, das blende ich euch hier einfach mal ein und dann schauen wir, was drin so los ist. Hallo. Hier gibt es im Deutschen Theater McCoffee und ganz leckeren Erdbeerkuchen hier. Hinter mir seht ihr jetzt die Gäste, die Premierenfeier verlassen und gleich gibt es auch noch eine Aftershow-Party. Aber bevor ich da jetzt hingehe und noch ein Gläschen trinken werde, natürlich mein Fazit. Also ich habe selten im deutschen Theater einen so großen Applaus erlebt wie heute und das ist auch absolut gerechtfertigt. Dieses Musical hat Emotionen, Hass, Wut, Liebe, alles mit dabei. Und für die, die emotionsvoller sind, sollten sie vielleicht ein Päckchen Tempo mit einpacken, denn das Musical ist weniger zum Lachen, dafür geht es viel mehr in die Tiefe. Mein Daumen hoch auf jeden Fall, ihr solltet das Musical auf jeden Fall besuchen und schaut vorbei, solange es noch in München ist. Ansonsten geht es mit Stage auch auf Tour. Aber hier in München im Deutschen Theater natürlich eine wunderbare Atmosphäre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.